Ringe kann nichts weg. Zauber brauchen wir auch alle. Und den Rest sowieso auch. So. Gut. Ich könnte mal Pfeile ausrüsten. Na, das sind Feuerpfeile. Entfernen die mal wieder. Die sind zu teuer. Nee, sieht alles gut soweit aus. Okay, wir haben jetzt den weitergefallenen Riesen. Oder die Festung dort, die man von hier aus wieder sehen kann. Mit Schulla kann man von da aus nicht so gut sehen. Haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt, unser nächstes Ziel ist nicht die verlassene Festung, wo wir gerade gelandet sind. Sondern unser nächstes Ziel ist, wie Solden uns erzählt hat, Heides Flammenturm. Und er meinte, dass er weiß nicht, wie das Tor funktioniert. Das kann er auch gar nicht wissen. Wir waren ja schon mal dort und haben uns die komische Apparatur angeschaut und wussten nicht, was mit hier los ist. Ach übrigens, ich sollte noch einen Ring wechseln. So. Obwohl, Lebenspunkte... Kann ich mal kurz umschalten, ja. 50 mehr, 54 mehr, nee, das rentiert sich fast schon nicht. Da ist indirekte Heilung etwas besser. So, genau, hier haben wir gesehen, hier würde es weitergehen, weil da hinten was leuchtet, was wir plündern könnten. Den Apparat können wir nicht benutzen, also bleibt uns nur noch dieser Weg hier. Ja. Hier ist erstmal eine Metalltruhe mit einem Karmesin-Parma. Ja, sehr lustig. Im Voranzeigen ein gewöhnlicher Holz-Parma. Mit dem edlen Namen und der raffinierten Färbung wollte der Händler dieses äußerst gewöhnliche Schild gewiss attraktiver machen. Schalter voraus, deshalb versucht links. Jo, der Schalter stimmt. Hier ist nämlich so eine Zugkette, an der wir ziehen können, um die Schleuse hier zu öffnen. Genau, sehr schön. Hier kommen wir nämlich durch die Schleuse durch. Da oben wäre der andere Hebel, um sie von der Seite zu öffnen. Und hier drüben sind einfach Nachrichten. Hurra für Springen. Springen wird benötigt, das war Vision von Freude. Hurra für Springen. Also ja, einfach sinnlos hier drüben, das Zeug. Seele eines verlorenen Untoten und zerbrochenes Diebesschwert. So. Da geht die Schleuse sogar schon wieder zu. Illusion voraus. Sicher. Hier ist nichts, nein. So. Und hier kommen wir schon wieder raus aus diesem kleinen Untergrundkanal. Und wie wir gleich gerade schon sehen können, vor uns ist Heides Flammenturm. Versucht angreifen. Ja, die Jungs hier könnten wir theoretisch angreifen. Das sind nämlich Heideritter. Also ja, die sehen ziemlich lidiert aus, wenn man sie sich schon so ansieht. Haben Stacheln überall. Pfeile überall stecken. Das sind nämlich auch einfach Untote. Und ja, das da hinten ist die Kathedrale, von der Solden gesprochen hat. Die Brücke ist allerdings hochgezogen. Da drüben ist der Flammenturm. Und da vorne sehen wir noch einen Heideritter sitzen zwischen den beiden Adlerstatuen mit Schwertern und diesem großen Ritter. Zu dem wollen wir hin. Und da unten sehen wir auch schon ein Leuchtfeuer. So, erstmal den hier loswerden. Und man merkt, die Jungs halten was aus. Wow. Also, einfach mal wegmachen. Und droppen Bleichsteine. Das sind besondere Erze.
mit denen wir unsere Waffe verändern können. Also die Eigenschaft unserer Waffe. Nicht nur sie verstärken, sondern sie auch verändern. So, da oben ist einer mit einer Keule und da ist ein Heideritter. Übrigens, ich habe ja mal in der letzten Aufnahmesession war es schon sogar von einem weißen Ritter gesprochen, der im Wald der verlorenen Riesen unter dem Baum gesessen hat, in der früheren Version. Das war so ein Heideritter. Im normalen Dark Souls 2, also nicht in der Skull of the First Sin Edition, die ich jetzt habe, war es wirklich so, dass die Heideritter einfach im gesamten Spiel verteilt waren. Drei oder, ja, eigentlich nur drei Stück. Jetzt haben sie alle Heideritter, oder so gut wie alle Heideritter, hierher zum Heideturm versetzt. Was eigentlich auch ziemlich viel Sinn macht, weil es ist Heides Flammenturm. Und sie sind reguläre Gegner geworden, also im Gegensatz zu den Heiderittern aus Dark Souls 2, aus dem normalen Dark Souls 2, respawnen sie auch. Und man merkt, sie hier halten viel aus. Und können auch gut austeilen. Und man kann sie schlecht backstabben. Und ja, ich versuche jetzt keinen zu trinken. Ich will euch einfach mal nur demonstrieren, wie gefährlich die Jungs sind. Bevor ich mal kurz am Leuchtfeuer raste. Und ja, hier sind ziemlich viele Leute, die gerade sterben. Ja. So, der Ritter ist respawned. Verpassen wir mal eine. So. Den Heideritter ignorieren wir jetzt. Die sind nämlich noch friedlich. Später hören sie auf damit. Au. Kümmern wir uns erstmal um den Keulenschwinger hier. Die gefährlichste Version der alten Ritter. Bei denen ist fast schon Blocken besser als... Ah, gebossener blauer Augapfel. Blocken besser als Ausweichen bei dem mit den Keulen. Hinterteil voraus. Ist er versucht. Ja, manche mit ihrem komischen Sitzen, ey. So, nun zu dem hier. Der steht einfach da rum und blockt. Wow. Peaks und weg bist du. Genau, die machen nämlich... Der hat nämlich was bewacht, wie man sehen kann. Eine Vertiefung, aus der jetzt ein Schalter kommt. Und wenn wir den Schalter ziehen, löst sich da drüben etwas. Beziehungsweise etwas wird ausgelöst, nämlich die Plattform da drüben wird vergrößert. Und wenn man da aus dem Augenwinkel durch den einen Torbogen guckt, sieht man eine riesengroße Axt. Oder besser eine Helebarde. Da ist nämlich wieder ein Boss. So, ein Leuchttalisman. Den nehmen wir gerne. Und ab hier wird es richtig schlimm. Hier haben wir nämlich erst einmal ihn hier. Mit seinem großen abgebrochenen Schwert. Wow. Die anderen beiden Ritter machen gerade nichts. Hier gegen ihn zu kämpfen ist übrigens keine so gute Idee. Ich mag nämlich nicht runterrollen. Ja, in dem Gebiet hier ist einfach die Umgebung gefährlicher als die Gegner. Wow. Außer der hier vielleicht.
Aber man sieht, er hält am wenigsten aus von diesen Rittern. So, und kaum habe ich ihn ausgeschalten, kommen die beiden Schwertkämpfer hinterher gerannt. Was nicht so gut ist, dass ich jetzt hier hinten bin. Ja. Zwei von der Sorte sind nämlich übel. Vor allem hier auf dem Feld mit einem Heideritter mit ihnen zu kämpfen. Ah. Wow. So, einer ist weg schon mal. Der andere will sich zurückziehen. Okay, und der ist auch weg. Sehr schön. Gebossener blauer Augapfel aussammeln. Ja. Hier ist ein neuer Hebel aufgetaucht, nachdem wir den großen Schwertkämpfer getötet haben. Man hat sogar das passende Geräusch dazu gehört. Und wenn man hinguckt, wird jetzt die Plattform nochmal um einen Ring erweitert. Das macht nämlich den Bosskampf etwas einfacher, anstatt auf der schmalen Plattform zu kämpfen. Wir wollen aber erstmal hier weitergehen, bevor wir in Richtung Boss gehen. Ah, hier wird es jetzt wieder richtig böse. Weil hier kommt jetzt ein Heideritter und ein alter, so ein großer Ritter. Und ich renne einfach mal weg. Der Heideritter kommt uns etwas schneller hinterher als der alte Ritter. Ich wollte nicht zustechen, ich wollte ihn eigentlich schlagen. Also so schlagen. Und nochmal. So, jetzt trinke ich aber mal zur Abwechslung ein. Und sammle noch einen geborstenen blauen Augapfel auf. Okay, der Heideritter hier ist nämlich recht mies. Das ist die Frage, wo er rumwuselt. Da wuselt er rum. Wow. Und ja, ich sollte wirklich viel tänzeln bei ihm. Und eigentlich hoffen, dass er mich nicht so verwischt. Das ist jetzt mies. Da macht er nämlich jetzt so ein. Wow, roll bloß weg. Also ja, Heideritter böse. Und ich habe nur noch zwei Flakorladungen. Ob wir damit den Boss machen oder ob ich mich nochmal zurückziehe, entscheide ich. Wenn ich erstmal den Heideritter da oben mit dem Speer losgeworden bin. Den kann ich nämlich jetzt viel leichter backstabben. Beziehungsweise executen. Ja.
als die mit den Schwertern. So, der war einfach.